Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Es geht weiter mit dem Tuning und mit dem Test von den ganzen Arena War Update Fahrzeugen und wir sind angekommen beim schon vorletzten Fahrzeug, nämlich dem D-Class Brutus. Wir werden die Karre auf jeden Fall tunen, wir werden daraus einen schönen Party-Van oder irgendwas schönes Van-mäßiges machen, so einen richtig geilen Tuner-Van. Und dann natürlich auch noch austesten, ob die Karre irgendwas taugt, meinetwegen für die Arena-Jobs, Open Lobby, irgendwas in der Richtung, ob man damit was anfangen kann. Jetzt kommen wir erstmal zu den Real-Life-Anspielungen. Von welchen echten Autos hatten sich ja Rockstar Games für den D-Class Brutus inspirieren lassen? D-Class ist in GTA Online meistens eine Anspielung an die echte Automarke Chevrolet und deswegen steckt hier auch ein Chevrolet drin, nämlich ein Chevrolet K2500 Silverado von 1988. Jetzt fragt ihr euch, okay, das war so ein Pickup-Truck. Wo steckt denn der jetzt da drin? Was hat er mit dem Brutus zu tun? Naja, im Jahre 1989, also ein Jahr später, wurde für den Film Tango und Cash, übrigens mit Kurt Russell und Sylvester Stallone, für diesen Film, für Tango und Cash, wurde extra ein Silverado komplett umgebaut zu so einem Art Van-SUV-Geländewagen. Zumindest sah der dann so aus. Das Einzige, wo man noch den Silverado erkennen konnte, der einzige Punkt, das war so vorne an den Lampen und am Kühlergrill. Jo, und ansonsten war der Tango und Cash Van halt so ein extrem krank umgebauter, ich sag mal, Tuner-Action-Van. Sowas in der Richtung könnt ihr zum Beispiel erkennen an der dicken, fetten Windschutzscheibe, an der Gesamtform auch das Dach so ähnlich und auch das Heck so ähnlich. An der Seite war noch im Film so eine fette Minigun dran. Vielleicht können wir da im LS Customs noch was machen. Was ich euch auf jeden Fall auch nochmal kurz zeigen möchte, ist hier das Cockpit. Das hat nämlich Rockstar Games vom normalen Speedo kopiert und der Speedo ist ja auch ein Van. Speedo Custom ist übrigens ein bisschen anders, das Cockpit. Da steht diese kleine Trinkflasche nicht drin. Ich dachte erst, what the fuck, ist das irgendeine Babyflasche, Alter? Nö, das ist irgendeine Trinkflasche, die steht da im Trinkflaschenhalter vom Auto. Ja, Innenleben-Cockpit komplett kopiert vom Speedo-Van. Und wir werden jetzt mal unseren, da unten rechts steht's, die Class Brutus, Geländewagen ist es ja, in den LS Customs fahren, Arena-Werkstatt und schauen, was wir so tunen können. Also für mich ist es auf jeden Fall ganz klar ein Van-SUV, nur hier diese hochgebockte Form erinnert mich irgendwie an einen Geländewagen noch. Weiß nicht, Geländewagenklasse kann ich bei dem Auto nicht wirklich nachvollziehen. Übrigens, zieht euch mal diesen fetten, breiten Radstand rein, wie weit die Räder links und rechts rausgucken. Wird dafür da sein, dass die Karre halt nicht umkippt, einfach wegen dieser hohen Bauweise. Okay, let's tune die Karre und mal schauen, ob wir einen Tango und Cash Van machen oder einen anderen Van. D-Class Brutus in der Zukunftsschock-Version Geländewagen. Für die, die es noch nicht wissen, ich werde immer die Zukunftsschock-Version tunen, weil ich die Zukunftsschock-Version einfach am besten, am stylischsten, am optisch geilsten finde. Ich werde aber noch ein extra Video machen, wo ich wirklich alle, lass mich überlegen, wie viele Versionen waren das überhaupt, alle Versionen jedenfalls von den Arena-Autos nochmal im Überblick zeige, dass ihr einen schönen Überblick habt, wie auch die Albtraum- oder meinetwegen die Apokalypsen-Version aussehen. Rennbremsen am Start, Schub, machen wir mal Schubverbesserung 100%, weil für Rammschub, ich glaube, da fehlt es ein bisschen an der Masse. Rammschub würde ich für den Scarab vielleicht empfehlen, aber ansonsten eigentlich fast immer Rammschub, ansonsten fast immer Schubverbesserung, meine ich. Karosserie am Start, Klingen haben wir, wirbelnde Klingen an den Seiten und am Heck. Die dienen, für alle, die es nicht wissen, dazu, dass die Fahrzeuge weggeschoben werden, meinetwegen in der Arena, so ein bisschen weggepusht. Auf jeden Fall drauf. Dann bei Karosserie haben wir noch Panzerplatten. Wir haben einmal keine leichte Panzerung. Oben auf dem Dach könnt ihr das schon mal sehen. Dann verstärkte Panzerung, was ja episch aussieht. Krank. Sehr geil. Hinten an den Seiten und vorne, da ist schon mal diese fette Windschutzscheibe ein bisschen geschützt, weil du kannst ja easy peasy reinschießen. Ich meine, gut, ist eh nicht kugelsicher, aber es hält schon mal ein bisschen die Kugeln ab. Zur Hälfte zumindest. Verstärkte Panzerung und schwere Panzerung. Und woran mich diese ganzen Dreiecke erinnern? Die erinnern mich total an das Viva-Logo. Könnt ihr euch noch erinnern an den Musiksender Viva? Ich habe den zumindest damals immer übelst gefeiert, damals mal Viva Supreme geschaut. Von daher, da ja Viva jetzt eingestellt wurde in 2018, Ende 2018, würde ich sagen, machen wir hier einen Viva-Tuner-Van als Tribut an den Musiksender Viva. Würde ich mal so sagen. Von daher machen wir hier die schwere Panzerung drauf, die sind noch ein bisschen geiler aus, da ist in den Seiten noch ein bisschen mehr geschützt hier vorne. Und mal schauen, was wir noch so am Start haben von den Designs, was so ein bisschen in diese Dreieckrichtung geht. Dann Stoßstangen, wir haben Frontstoßstange, einen Kämpfer-Kiefer. Okay, der Kiefer, also die Frontstoßstange wird so ein bisschen verstärkt, machen wir auf jeden Fall. Heckstoßstange haben wir einmal Jackass, was hat das mit Jackass zu tun? Weiß ich nicht. Prellbock, das sieht komisch aus, am besten finde ich das hier, weil es sich so schön einfügt in die Karosserie. Passt irgendwie am besten, von daher nehme ich das. Motor, EMS-Stufen, Standard, natürlich 4, beste. Auspuff, wir haben nur einen. Also wir haben viele Kategorien, wo wir was tunen können.
aber eben nicht so viele Tuning-Parts. Das ist interessant. Sonst hatten die ganzen Arena-Autos immer ganz, ganz viele Tuning-Parts, aber der hier echt nicht so viele. Doppelter Rohrauspuff. Auf jeden Fall, nehmen wir den mal. Wir haben eh nichts anderes, von daher, ich will euch auch noch die ganzen Tuning-Teile zeigen. Kotflügel, verstärkte Kotflügel. Ja, ihr seht, was passiert. Die Kotflügel werden halt verstärkt mit so einer Art Metallrahmen. Können wir nehmen. Wir haben auch wieder diese Dreiecke. Dieses typische Dreieckmuster. Ich meine, ich weiß, ja, Rockstar Games hat natürlich wahrscheinlich keine Anspielung an Viva gemacht mit diesen Dreiecken. Aber ich sehe das halt einfach darin. Von daher will ich mal diesen Viva-Style so machen. Zier, Kühlergrill, was schon so ein bisschen in die Richtung Lowrider-Van-Tuning geht. Irgendwie sieht das sehr stylisch aus. Wird auf jeden Fall genommen, sieht deutlich besser aus als der Standard-Kühlergrill. Motorhaube, wir haben einmal leicht gepanzert, da an den Seiten, links und rechts, und mittelschwer gepanzert. Nochmal in der Mitte mit diesem weißen Muster, mit diesen weißen Strichen da drauf. Okay, mittelschwer gepanzert wird genommen. Hupe brauche ich jetzt nicht. Lichter, da weiß ich schon, in welche Richtung ich auf jeden Fall gehen werde. So ein bisschen Viva-like. Von daher machen wir mal erstmal, nehmen wir mal erstmal blaue Scheinwerfer. Und halt Neon-Kits, Neon-Anordnung, auf jeden Fall Front, Heck und Seiten. Und Neonfarbe mache ich auf jeden Fall auch mal ein schönes Blau. Elektrisch Blau, das sieht mir ein bisschen zu mager aus, ein bisschen zu schwach. Von daher Blau, ganz normales Blau. Design, und hier will ich mal irgendein Design nehmen, was so ein bisschen in die Richtung geht von diesen Dreiecken, die wir schon haben. Diese fetten großen Dreiecke, das geht schon in die Richtung so ein bisschen. Haben wir noch was Besseres? Jo, das hier, Vankov, guck mal, das sind so Art, wie so Diamanten sollen das sein. Das sind auch so Dreiecke. Dreiecke, Diamanten. Irgendwas in die Richtung. Ich glaube, das passt ganz gut. Auch hier vorne. Das sieht sehr fresh aus. Passt zu den Dreiecken. Überall verteilt hier. Und von daher wird es genommen. Vankov Design. Name? Nö, warum will ich jetzt einen Namen machen? Nein, Name nicht. Nummernschild. Gap auf Schwarz. Mein Lieblingsnummernschild. Lackierung. Jetzt kommt zum interessanten Part, wo wir den Viva Tuner Van uns basteln. Oder so ein Viva Tuner Party Van. Irgendwas in Richtung. Primärfarbe. Gehen wir kurz in die Metalle rein. Und hier nehme ich irgendein Blau. Muss mal gucken, was hier wirklich geil aussieht. Bin mal angekommen bei den ganzen Blaus. Wir haben einmal Hellblau zum Beispiel. Ultrablau. Das sieht mir zu krass aus. Also ich will irgendein bisschen was, was noch ein bisschen böse aussieht. Nicht zu krass knallt. Rennblau nicht. Das ist so Standard. Nautischblau auch nicht. Surfblau, Diamanto, Hafenblau, Marineblau. Blau. Das ist auch so Standard, sächsisch, dunkelblau. Ich glaube, ich nehme irgend so ein ganz dunkles Blau. Genau, Mitternachtsblau, das sieht extrem geil aus. Und da mache ich noch irgendeinen Perleffekt drauf, dass es noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr knallt, aber auch nicht zu sehr knallt. Mitternachtsblau wird auf jeden Fall erstmal genommen. So, Perleffekt. Und hier nehme ich ein, guck mal, Ultrablau. Sieht, glaube ich, ganz fresh aus, wenn wir mal hinten schauen. So, Ultrablau. Und ich finde durch diesen Ultrablauen Perleffekt sehen wir noch so eine Art Muster auf der Karosserie. So eine Art Fleckenmuster. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wieso die Struktur von der Karosserie, von dem Metall. Das sieht ziemlich fresh aus. Wird auf jeden Fall genommen. Ultrablau, Perleffekt, ist da. Jetzt mal zu Zack und der Farbe. Und ihr wisst ja, das Viva-Logo war ja so gelb-blau. Da wir ja schon das Blau haben, mache ich mal bei Zack und der Farbe irgend so einen Gelbton. Aber nicht, was zu krass reinhaut. So, dass es immer noch irgendwie stimmig, harmonisch aussieht. Renngelb ist wieder zu krass. Das ist wieder, das knallt wieder zu stark. Hier würde ich sagen, eher so ein normales Gelb. Das passt irgendwie besser. Sieht nicht ganz so freundlich aus. Renngelb ist wieder zu freundlich für die Karre irgendwie. Ja, von daher ganz, ganz normales Gelb, was schon ein bisschen in so Orange reingeht, würde ich sagen. Fast Orange. Bei Akzentfarbe, da verändert sich hier vorne das Muster auf der Motorhaube. Dann die Felgen und die Klingen. Und hier würde ich, glaube ich, auch in die Richtung Gelb gehen. Passt eigentlich dann zur Sekundärfarbe. Verkaufen können wir den Brutus jetzt für den Preis hier, aber es geht weiter mit Seitenverkleidung. Wir haben zwei am Start. Einmal Trittbügel, die ein bisschen mager aussehen irgendwie, und Seitenverkleidung in Sci-Fi, so Science-Fiction-Seitenverkleidung. Die finde ich echt perfekt passend zur restlichen Karosserie. Schließt halt schön ab, ne? Von daher werden die genommen. Und wir haben noch Federung, Standard-Wettkampffederung auf jeden Fall. Ich leck die Karre, glaube ich, ein bisschen tiefer. Ich würde die Karre richtig krass tief legen, so wie den Moonbeam-Van oder Moonbeam Muscle Car, wie auch immer. Das wäre nice, aber wir können die leider nicht so krank tief legen. Ich meine, ist halt immer noch ein Geländewagen, ne? Renngetriebe auf jeden Fall am Start. Turbo-Tuning, ganzen Standard-Tuning-Parts.
vertikalen Sprung, muss immer sein, bei den ganzen Arena-Autos, gerade wenn wir mal irgendwo feststecken oder so. Bei Reifen würde ich jetzt sagen, okay, wir könnten jetzt irgendwelche Bennys Felgen, gut, die können wir nicht mal tunen, wir können jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen Felgen wie Luxus oder Lowrider irgendwie drauf tunen, aber ich würde sagen, ich lasse die Originalfelgen, weil die sehen einfach total originell selten aus. Solche Felgen haben wir halt nicht bei anderen Autos und ja, deswegen mache ich ja gar nichts weiter. Ich mache nur noch, muss mal gucken, Reifenmuster können wir auch nicht. Reifen schusssicher auf jeden Fall, das muss sein, das ist Standard. Reifenqualm, machen wir mal einen gelben Reifenqualm. Passt halt zur gelben Sekundärfarbe und zur gelben Akzentfarbe. Bei den Fenstertönungen würde ich sagen, machen wir mal noch die Limousinentönung. Guck mal, da ändert sich sogar vorne die fette Windschutzscheibe. Die wird komplett schwarz eingefärbt. Okay, krass. Und was echt selten ist in GTA Online, es verändern sich auch die Lampen. Vorne die Frontlampen werden auch getönt. Das sieht sehr cool aus. Und warte. Ja, genau. Und die Hecklampen machen wir auf jeden Fall. Letzter Punkt, Waffen. Wir haben wieder RAM-Waffen am Start. Wir können uns entscheiden, einmal keine RAM-Waffe, also keine Schaufel, einen Schakal, irgendwas, was so in Richtung Geländewagen geht. Geländewagen, Kuhfänger so in der Richtung. Dann Randale, ein bisschen verstärkter. Dann Barrikade, noch stärker. Eine leichte Schaufel, die schon standardmäßig drauf ist, was ganz cool ist. Dann eine verstärkte Schaufel, die extrem gut passt, finde ich, zum Auto, zur Gesamtform, zu den Farben und so weiter. Eine große Schaufel, die echt, finde ich, irgendwie überhaupt nicht passt zum Auto. Und eine Megaklinge, ja, die erinnert an die Megaklinge vom ZR 380 zum Beispiel. Ja, die hier geht so in Richtung Wilder Westen, was so die alten Züge damals dran hatten, um irgendwelche Sachen von den Schienen wegzuschieben als Schutz. Aber ich würde sagen, ich nehme erstmal die verstärkte Schaufel. Ich meine, wir können ja nachher nochmal die große Schaufel austesten, wird auf jeden Fall Autos und so besser wegrammen als die hier. Und ihr werdet weniger Schaden nehmen, aber hey, von der Optik her erstmal die verstärkte Schaufel. Bei den Primärwaffen haben wir an der Seite ein Kaliber 50 Geschütz, also auch eine Waffe wie beim Tango und Cash Van. An der Seite nur links, rechts fehlt die. Ich hätte mir echt die Minigun gewünscht, aber ja, leider nicht, die hätte mehr reingehauen. 40 Watt Phasenplasmageschütz, ich würde aber das hier nehmen, Kaliber 50, die mag ich lieber. Leider nur an der einen Seite, ich glaube, das haut nicht so krass rein. Müssen wir nachher nochmal austesten, ob die genauso gut ist wie die doppelten Kaliber 50 Geschütze. Dann Annäherungsmine, ich würde mal sagen, hier mache ich mal wieder EMP, meine Lieblingsmine, am effektivsten auf jeden Fall für die Arena-Jobs. Und wir haben den komplett getuned, wir haben den D-Class Brutus komplett umgerüstet zu unserem geilen Partyvan, zu unserem Viva Tuner Partyvan, sowas in der Richtung. Wir gucken uns die Karre mal von draußen an. Erstmal bei Nacht, weil ihr die getönten Lampen richtig schön sehen könnt. Einmal oben, einmal unten und nochmal die Hecklampen. Und nochmal mit Fahrzeugtüren alle auf. Es öffnen sich nur die zwei Fronttüren, sonst nichts. Hier könnt ihr nochmal diese schönen leuchtenden Akzente überall sehen. Alles so in Gelb. Sieht sehr, sehr geil aus. Die Klingen, die Felgen und diese kleinen Muster. Echt geil. Der D-Class Brute ist nochmal bei Tag und was mir bei Tag sofort aufgefallen ist, er sieht einfach nur extrem P-O-R-N-O aus. Ja, Familienfreundlichkeit ist am Start. Von den ganzen Vans in GTA Online, also zumindest diese ganzen Autos, die wie Vans aussehen, vom Look her, von der Optik her, ist er für mich auf jeden Fall einer der schönsten Vans in GTA Online, obwohl er eigentlich ein Geländewagen ist. Also neben dem Moonbeam Custom würde ich sagen, einer der schönsten Van-ähnlichen Autos im Game. Ja, Moonbeam Custom war ja auch Muscle Car, aber ihr wisst Bescheid, ja, diese Van-Form halt. Guck mal, und durch diesen ultrablauen Perleffekt oder dieses Mitternachtsblau mit ultrablauem Perleffekt kombiniert, kommt nochmal diese Karosseriestruktur durch, was so irgendwie aussieht wie irgendwelche Flecken. Und dann noch dieses Gelb mit gelben Akzenten, finde ich, sieht extrem geil aus. Also ich mag die Optik von den Tuning-Teilen, ich mag die Optik von der Farbkombi. Es ist einfach ein wunderschöner Tuning-Van hier im Viva-Tuner-Van-Style. Mal kurz Soundcheck machen und rumheizen. Also vom Fahrverhalten sehr rutschig, neigt auf jeden Fall stark zum Übersteuern, wie die ganzen anderen Arena-Fahrzeuge, die sind halt sehr slidey, haben ein sehr rutschiges, sag ich mal, Fahrverhalten, aber ansonsten ist er halt sehr schnell, hat eine gute Beschleunigung, gute Endgeschwindigkeit, für Vans auf jeden Fall echt gut. Und was mir noch aufgefallen ist, hier vorne diese kleinen Lampen, schaut mal,
die Nebelscheinwerfer. Eigentlich sollte man die ja gar nicht sehen, aber man sieht die trotzdem. Machen wir nochmal kurz einen Rampencheck und einen Boostcheck. Boost mit X aktivieren. Alter, was auch wieder sehr nervig ist, ihr werdet durch die Scheiben so easy getroffen. Boah, nervig. Also das einzige Arena-Auto, was ich da empfehlen kann, was 100% kugelsicher ist, zumindest gegen normale Munition, so Munition von Cops meinetwegen oder normale Munition von Spielern, das ist ja der Sasquatch Monster Truck in der Apokalypsen- und in der Albtraum-Version, aber die anderen sind ja alle richtig Schrott. Was so die Kugelsicherheit angeht, da könnte halt relativ easy gekillt werden. Testen wir mal kurz das Bordgeschütz Kaliber 50 aus, mal sehen, ob es vielleicht schwächer ist als die Doppelgeschütze. Überrascht mich eigentlich, weil ich dachte, es ist echt schwächer als die Doppelgeschütze. Würde ja Sinn machen, ja. Das macht hier gerade keinen Sinn, aber ist halt praktisch, ist halt cool. Autos sind genauso schnell down, wie wenn ihr ein Bordgeschütz Kaliber 50 in der doppelten Version habt. Große Rammschaufel ist am Start, mal sehen, wie die so ist im Vergleich zur kleineren. Also ich habe mir von der großen Schaufel echt mehr erwartet, darum habe ich jetzt wieder die kleinere Verstärkte drauf getan. Die sieht nicht nur geiler aus, sondern ich finde, die rammt die Autos genauso weg wie die größere Schaufel, ja. Meine Meinung. Und zum Schluss nochmal ein Explosivtest. Wie viele Explosionen hält denn der Brutus aus? Wie viele Granatenexplosionen? Eins. Wie immer, oder fast wie immer, hält er nur eine Granatenexplosion aus. Der einzige, der da wirklich heraussticht, ist der Scarab Panzer. Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Wo können wir denn die Class Brutus überhaupt gebrauchen? Taugt der für irgendwas? Also für die Arena-Jobs eher nicht. Der einzige, der mir vielleicht einfällt, ist Carnage, wo es um die reine Zerstörung geht. Da liegt er so in der Mitte von der Masse her und von der Größe. Ist noch relativ wendig und rammt auch noch relativ gut weg. Ist ja irgendwo noch im Mittelfeld. Bewaffnung ein bisschen mager, aber trotzdem scheint das jetzt nicht wirklich einen Unterschied zu machen, ob wir jetzt ein oder zwei Geschütze haben. Aber an sich kann ich den für die Arena-Jobs nicht wirklich empfehlen. Also Kaufempfehlung geht da schon mal nicht raus, auch für die Open Lobby. Weiß nicht, taugt der meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Mir fällt jetzt kein wirklich krasser Verwendungszweck ein. Der einzige Vorteil, der mir jetzt einfällt zum D-Class Brutus, ist, dass er halt extrem geil aussieht und von daher richtig geil geeignet ist für Tuning-Fans, die einfach einen wunderschönen Tuning-Van haben wollen oder in dem Fall einen Tuning-Geländewagen. Ansonsten hat der Brutus, finde ich, keinen wirklich guten Verwendungszweck. Ist einfach so. Also ist meine Meinung. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Comments schreiben, ob ihr vielleicht noch einen guten Verwendungszweck habt für den D-Class Brutus oder ob ihr derselben Meinung seid, ob ihr sagt, okay, es ist halt einfach nur ein schönes Tuner-Auto und mehr nicht. Okay, danke fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall Tuning und Test vom D-Class Brutus. Als nächstes kommt noch der Slam-Van und dann haben wir auf jeden Fall alle durch. Ich werde die auf jeden Fall alle in eine Playlist packen. Arena-Auto-Playlist, Tuning und Test, irgendwie sowas. Und dann hoffentlich kommt bald am Dienstag der Schlagen GT oder ein anderer. Der Tulip vielleicht. Mal schauen. Also, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ihr haut rein. Und ich bin raus. Peace out. Bye, bye. Ciao, ciao.